Abschnitt 7.4, Reputation und Reziprozität. Also am leichtesten ist es sicher, jemanden zu vertrauen, den man schon lang als vertrauenswürdig kennt. Die meisten unserer Wechselwirkungen sind ja nicht einmalige Begegnungen mit anonymen Unbekannten, sondern Begegnungen mit Menschen, denen wir immer wieder und wieder begegnen. Da wird man sich hüten, den anderen übers Ohr zu hauen, denn der wird uns das vermutlich bei nächster Gelegenheit heimzahlen. Beim wiederholten Gefangenen-Dilemma, da treffen dieselben Spieler immer wieder aufeinander. Hier gibt es viele mögliche Strategien. Lassen wir der Einfachheit halber die Spieler zwischen nur zwei von diesen Strategien wählen. Die eine Strategie heißt All D, die andere Tit for Tat. All D steht für die Entscheidung, in jeder Runde D zu spielen. TFT steht für Tit for Tat und bedeutet, in der Anfangsrunde spielt man C und danach in jeder Runde den Zug, den der andere in der Vorrunde gewählt hat, ganz nach dem Grundsatz, wie du mir, so ich dir. Wenn die Spieler etwa das Spendespiel im Labor 6 Runden lang spielen, so sieht die Auszahlungsmatrix so aus, wie hier angegeben. Wenn nämlich 2 Tit-for-Tat-Spieler aufeinandertreffen, werden sie in jeder Runde kooperieren und daher 6-mal 10 Euro einfahren. Wenn ein All-D-Spieler auf seinesgleichen trifft, dann findet nichts statt. Das ist ökonomischer Stillstand. Wenn hingegen ein All-D-Spieler auf einen Tit-for-Tat-Spieler trifft, dann tut sich nur in der ersten Runde etwas. Da wird der Tit-for-Tat-Spieler ausgebeutet. Er verliert 5 Euro, der andere bekommt 15 Euro. Ja, aber danach lässt der Tit-for-Tat-Spieler das nicht mehr zu. Also die beste Antwort, sieht man sofort, auf Tit-for-Tat ist Tit-for-Tat. Die beste Antwort auf All-D ist All-D. Wir haben es also hier wieder mit einem Koordinationsspiel zu tun. Stellen wir uns nun eine Bevölkerung vor, in der dieses wiederholte Gefangenendilemma gespielt wird, dann hängt der Erfolg meiner Strategie davon ab, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. In einer Bevölkerung von Tit-for-Tat-Spielern, da sollte ich auch Tit-for-Tat spielen. In einer Bevölkerung von All-D-Spielern hingegen All-D. Man könnte da von Verhaltensnormen sprechen. Es zahlt sich nicht aus, davon abzuweichen. Man sollte mit dem Strom schwimmen. Das muss gar nichts mit Moral zu tun haben. Es ist ja auch nicht moralisch, wenn man sich im Straßenverkehr an die Rechtsfahrregel hält, wenn alle anderen es tun. Es ist eine Konvention, von der abzuweichen nicht ratsam ist. Welche Konvention sich durchsetzt, hängt davon ab, was der Anfangszustand war, wie schnell die Spieler lernen, welche Strategien zur Auswahl stehen. Damit befasst sich die evolutionäre Spieltheorie. Hier wird in mathematischen Modellsituationen mit fiktiven Gesellschaften gespielt. Sie bestehen aus fiktiven Spielern, jeder der Spieler mit seiner Strategie programmiert. Die Spieler treffen aufeinander, spielen und erhalten eine mehr oder weniger hohe Auszahlung, je nach der eigenen Strategie und der des anderen. Und nehmen wir jetzt an, dass Strategien mit hoher Auszahlung häufiger werden in der Bevölkerung, weil sie eher kopiert werden. Der Fachausdruck dafür ist soziales Lernen. Man imitiert den Erfolgreichen. Dann ändern sich die Häufigkeiten der Strategien in der Bevölkerung. Man kann zeigen, dass der Endpunkt zu einer Entwicklung, sofern es ihn gibt, dass der Endpunkt zu einer Entwicklung einem Nash-Gleichgewicht entspricht. So setzt sich zum Beispiel häufig Tit-for-Tat durch. Auch dann, wenn andere Strategien in der Bevölkerung vorkommen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Dieser Erfolg von Tit-for-Tat ist umso bemerkenswerter, als ja ein Tit-for-Tat-Spieler niemals eine höhere Auszahlung haben kann als sein Gegenspieler. Was immer auch dessen Strategie sein mag.
Allerdings hat Tit for Tat einen Pferdefuß. Wenn zwei Tit for Tat-Spieler aufeinandertreffen und einer irrtümlich in einer Runde D spielt, Versehen und Fehler kommen ja vor, dann wird der andere zurückschlagen. Und das löst eine endlose Vendetta aus. Tit for Tat. Kann also zeigen hier, dass es besser ist, gelegentlich zu verzeihen. Und zwar nicht aus moralischen Überlegungen heraus, sondern aus wohlverstandenem Eigennutz und aus dem Teufelskreis der wechselseitigen Bestrafungen wieder herauszufinden. Genauer gesagt, in einer Population, die fehleranfällig ist, da führt soziales Lernen zu einer großzügigen Version von Tit for Tat, die manchmal, nicht immer, aber mit einer gewissen, wohlbestimmten Wahrscheinlichkeit ein Defekt, ein B des Gegenübers verzeiht. Wird das Gefangenendilemma hingegen nur eine Runde gespielt, so setzt sich unter allen Umständen D durch. Soziales Lernen führt also dazu, dass die Kooperation in so einer Situation in der Bevölkerung ausstirbt, wenn nur eine Runde gespielt wird. Die unsichtbare Hand, die greift in diesem simplen mathematischen Modell nicht. In der Wirklichkeit aber ist es, wie wir gesehen haben, gar nicht so schlimm. Die Frage ist, ob das nicht deswegen ist, weil viele Probanden im Unterbewusstsein den Verdacht hegen, dass sie den Gegenspieler doch noch einmal treffen könnten. Bedenken wir, dass die Bedingungen absoluter Anonymität zwar in einem Spiellabor realisiert werden können, aber bestimmt nicht in den kleinen Dorf- und Stammesgemeinschaften, in denen unsere Vorfahren hunderte, tausende Generationen gelebt haben. Das führt jetzt zu einer weiteren Variante unseres Experiments mit dem Spendespiel. Wir benötigen dazu nicht bloß zwei Personen, sondern eine ganze Bevölkerung von Versuchspersonen oder Probanden. Ja, mehrere hundert vielleicht. Da können auch verschiedene Labors aufgeteilt werden. Und diese Probanden werden immer wieder neu gepaart, in jeder Runde. Sie wissen, dass sie niemals auf den zweiten stoßen. Und es werden viele Runden gespielt. Und es bleibt weiter dabei, also, dass die Spieler ihren jeweiligen Gegenüber nicht kennen. Und nun gibt es zwei Versionen, Treatments im Fachjargon. In der einen Version dieses Experiments erfahren die Spieler, was ihr Partner in den Vorrunden gemacht hat. Also der Partner C oder D gewählt hat. Und in der anderen Version, anderen Treatment, erfahren sie es nicht. Und hier zeigt sich, das ist wohl zu erwarten gewesen, dass die meisten Spieler eher bereit sind zu kooperieren, wenn sie wissen, dass ihr Gegenüber oft oder immer C gespielt hat. Seinem Gegenüber vertraut man. Umgekehrt überlegt man es sich natürlich zweimal, ehe man einen Gegenspieler ausbeutet. Und das könnte sich schon in der nächsten Runde rächen, in einer geringeren Bereitschaft des anderen, eines neuen Partners wohlgemerkt, mir einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das führt dazu, dass es in der Version des Experiments, bei der Spieler eine Reputation aufbauen können, weitaus mehr kooperiert wird als in der anderen Version. Ähnlich wie beim wiederholten Gefangenendilemma kommt es zu einer auf Reziprozität beruhenden Kooperation. Aber das ist jetzt nicht mehr eine direkte, sondern eine indirekte Reziprozität. Dieselben Spieler treffen ja nur einmal aufeinander, dann nicht mehr. Sie können einander nichts heimzahlen. Ja? Direkte Reziprozität, direkte, funktioniert nach dem Grundsatz, ich kratze dir den Rücken, wenn du mir den Rücken kratzt. Und indirekte Reziprozität nach dem Grundsatz, ich kratze dir den Rücken, wenn du anderen den Rücken kratzt. In dem einen Fall wird man durch die eigene Erfahrung mit dem Gegenspieler geleitet, im anderen Fall durch die Erfahrung von Dritten. Dazu muss es freilich möglich sein, diese Erfahrungen zu beobachten oder zumindest
zu kommunizieren. Information führt also zu Vertrauen. Eine lehrreiche Bestätigung dafür bietet eBay. Hier wird in einem globalen Maßstab und unter weitgehender Anonymität Handel betrieben. Die Handelspartner kennen einander nicht, treffen einander nie wieder, sitzen vielleicht auf anderen verschiedenen Erdhälften und doch nur relativ selten betrügen sie einander. Und der Grund ist höchst einfach. Nach Abwicklung der Transaktion kann jeder Teilnehmer den anderen bewerten. So erhält jedes Mitglied von eBay eine Reputation, gut oder schlecht. Die zugehörigen Punkte und Sternchen, das ist tatsächlich wie in einer Volksschule, die sind auf dem Feedback-Forum einsehbar. In der Urfassung von eBay, dem sogenannten Auction Web, gab es das Feedback-Forum noch nicht. Diese Urfassung, die war ein Flop, da gab es viel Betrügerei. Das große Publikum, das fasste erst Vertrauen zu diesem neuartigen Geschäftsmodell, als der Gründer sein Bewertungssystem einführte mit den einfachen Worten: lobet, wo Lob gebührt, tadelt, wenn notwendig. Ja? Diese einfache Maxime reichte aus, ein klassischer moralischer Imperativ. So wurde eBay zum Welterfolg und dieser Pierre Omidyar zum Milliardär. Natürlich waren Handel und Wirtschaft schon vor dem Feedback-Forum auf Vertrauen gegründet, auf Reputation. Dazu braucht es Information. Wo immer Menschen zusammenkommen, da tratschen sie. Vermutlich seit es Lagerfeuer gibt. Und wenn sie tratschen, dann reden sie über Dritte. Und daher sind wir auf unseren Ruf so bedacht. Und das beschrieb auch ein gewisser Adeimantus, ein Bruder des Plato, in dessen Republik. Zitat: Eltern ermahnen ihre Söhne immer, recht zu handeln. Aber warum? Nicht um der guten Sache willen, sondern um ihres Charakters und Rufes willen. Ende Zitat. Der strenge Kant ist da natürlich anderer Ansicht. Wenn er von Achtung spricht, dann meint er die Achtung vor sich selbst, nicht in den Augen anderer. Aber klingt das nicht ein wenig scheinheilig? Der Amerikaner Robert Mencken hat es nüchterner gesehen. Er hat gesagt, unser Gewissen ist das bohrende Gefühl, dass wir beobachtet werden können. Übrigens ist es tatsächlich so, dass die Spieler beim Gefangenendilemma öfter kooperieren, wenn auf dem Bildschirm ein Auge erscheint. Ja, es wurde gezeigt, dass drei Punkte auf dem Bildschirm die Kooperationsbereitschaft erhöhen, wenn sie als ein Gesicht interpretiert werden können. Sonst aber nicht. Übrigens hat auch Darwin gewusst, wie wichtig die Sorge um den eigenen Ruf für unser Sozialleben ist. So wie Aristoteles sah Darwin Parallelen zwischen menschlichen Gesellschaften und den Gesellschaften staatenbildender Insekten, etwa den Ameisen oder den Bienen. Hier wie dort gibt es eine starke Neigung zur Kooperation. Aber die menschliche Bereitschaft zu helfen, sagte Darwin, beruht nicht auf einem blinden, instinktiven Impuls, so wie bei den Insekten, sondern ist stark beeinflusst durch Lob und Tadel der Mitmenschen. Also der gute Ruf, wie man in den Augen der anderen dasteht, ist offensichtlich eine ganz starke Triebkraft, um den Eigennutz zu zähmen und das Gemeinwohl zu fördern.